SWR 2 Forum. Diplomatie oder Abschreckung? Was kann Putin noch aufhalten? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze ist zu 70% abgeschlossen, berichten amerikanische Geheimdienste. Der Westen versucht heute mit intensiver Krisendiplomatie einen drohenden Krieg in Europa aufzuhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute Abend mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Der französische Staatschef Emmanuel Macron ist zu Wladimir Putin nach Moskau gereist. Und da ist dann noch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die den Ukrainern erklären musste, warum Deutschland zwar von Solidarität redet, aber partout keine Waffen liefern will. Dafür sei man bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis bei allfälligen Sanktionen zu zahlen, sagte die Ministerin gerade in Kiew. Ist Deutschland nun ein verlässlicher Partner der Ukraine oder nur an seinen Sonderbeziehungen mit Russland interessiert? Welche Opfer ist Deutschland tatsächlich bereit zu bringen, wenn die Diplomatie scheitert? Lassen sich Härte und Dialog in dieser Phase überhaupt voneinander trennen? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Dr. Andrew Dennison vom Think Tank Transatlantic Networks, mit Dr. Reinhard Krumm, er ist Direktor des Regionalbüros der Friedrich-Ebert-Stiftung im Baltikum, und Dr. Brigitta Triebel, sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw im Osten der Ukraine. Frau Triebel, bevor wir über die diplomatischen Aktivitäten des heutigen Tages reden, berichten Sie uns doch mal ganz kurz, wie ist denn nun die Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung im Osten der Ukraine? Ja, auch von mir einen guten Tag. Ja, also meine dortigen Gesprächspartner zeigen sich erst einmal ganz verwundert darüber, dass im Westen von einem drohenden Krieg gesprochen wird. Denn für die Menschen in der Ostukraine, auch in Kharkiv, ist dieser Krieg ja seit 8 Jahren Realität, verbunden mit 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen, mit ganz direkten Erfahrungen dieses Krieges und natürlich mit einer wirtschaftlichen Misere, in der sich die Region seit dieser Zeit befindet. Ich würde die Stimmung als ruhige Anspannung bezeichnen. So habe ich sie in den letzten Wochen erlebt. Es gibt keine Panik. Der Alltag läuft in Kharkiv, aber auch in den anderen Städten normal weiter. Aber ich denke, gerade so in den letzten 2 Wochen habe ich zumindest eine größer werdende Nervosität verspürt. Gerade als dann die US-Amerikaner ihr diplomatisches Personal reduziert haben in Kiew, haben doch viel mehr Menschen ganz konkret darüber geredet, was würde man denn machen in einem möglichen Kriegsfall. Und ganz viele Menschen haben mir erzählt, dass sie darüber nachdenken, die Stadt zu verlassen, dass sie sich vorbereiten auf einen Ernstfall und andere tatsächlich auch überlegen, ihr Land dann zu verteidigen. Dennoch habe ich auch viele Stimmen gehört, die sagen, man fühlt sich viel, viel besser vorbereitet als 2014. Ja, also auch die Stadt Kharkiv, die lokale Politik, die dortigen Sicherheitskräfte haben in den letzten Wochen immer wieder versucht zu zeigen, man ist vorbereitet auch auf den Ernstfall. Und das nehmen doch viele Menschen wahr, dass die Lage ganz, ganz anders ist als 2014. Wird dort auch sowas wie Guerillakrieg vorbereitet? In Kiew konnte man von solchen Aktionen hören, sozusagen in einzelnen Stadtteilen mit jungen Leuten, die nicht dem offiziellen Militär angehören. Gibt es solche Vorbereitungen auch dort? Ja, ich würde das noch nicht als Vorbereitung eines Guerillakrieges bezeichnen. Mhm. Es wird seit Januar 2022 sogenannte territoriale Verteidigungseinheiten in der Ukraine aufgebaut. Das heißt, in jeder Region sollen Reservistenverbände aufgebaut werden. Das Ziel ist, etwa 100.000 solcher Reservisten im ganzen Land dann gewinnen zu können. Und diese Verbände haben natürlich auch in der Ostukraine jetzt Zulauf in dieser jetzigen Lage. Ja. Mhm. Reinhard Krumm, Sie beobachten die Situation vom Baltikum aus. In drei ehemaligen sowjetischen Ländern leben große russische Minderheiten. Gibt es dort eigentlich trotz NATO-Mitgliedschaft auch eine gewisse Sorge vor den russischen Aktivitäten? Auch von mir einen schönen guten Abend. Ja, wann immer Russland sich bewegt, außenpolitisch, vor allen Dingen sicherheitspolitisch und nun mit so einer großen Truppenansammlung an der Grenze zur Ukraine, melden sich estnische, lettische und litauische Politik, natürlich auch die Bevölkerung. Aber bei Nachfrage ist man sich eigentlich völlig sicher, dass die NATO-Mitgliedschaft ihnen hilft, auch weiterhin sicher, stabil und in Wohlstand zu leben. Gleichwohl ist natürlich auch die Kakophonie in den Medien sehr, sehr hoch. Das ist verständlich.
Gerade in Estland und Lettland, Sie haben es angesprochen, gibt es immer noch eine recht hohe Anzahl von russischsprachigen Menschen. Aber die sind eben auch nicht homogen, sondern es gibt genügend von diesen russischsprachigen, die eigentlich sehr zufrieden sind mit ihrem Leben. Mhm. In Litauen ist die Anzahl eh weitaus geringer. Also man beobachtet sehr genau. Meines Wissens sind die drei Staatssekretäre des Außenministeriums nach Berlin gefahren, heute sogar, meines Wissens. Es kommen auch demnächst die Staatschef nach Deutschland. All das ist sicherlich eine, und dann kommen wir sicherlich zu dem Thema, eine Diplomatie, die sehr, sehr geschätzt wird in den drei baltischen Ländern. Nun ist es so, dass, wir haben es eben in unseren Nachrichten gehört, dass die Bundesregierung tatsächlich auch deutsche Soldaten nach Litauen zusätzlich schickt. Wie kommt das da an vor Ort? Völlig richtig. Es wird eine Erhöhung geben und das kommt sicherlich sehr gut an. Man hat darum gebeten, weil Ähnliches wohl auch in Estland passiert. Dort ist die Führungsnation Großbritannien und in Lettland ist es Kanada. Insofern ziehen da die Deutschen gleich. Mhm. Andrew Dennison, amerikanischer Politologe, eigentlich in Königswinter, jetzt sind Sie zurzeit in Ihrer Heimatstadt Laramie in Wyoming. Herr Dennison, in den USA hat Bundeskanzler Scholz eine eher skeptische Presse erwartet. Vor seinem Antrittsbesuch heute bei Präsident Biden, in bed with Putin, las man manchmal sogar da. Die amerikanische Regierung ist da ein bisschen zurückhaltender in ihrem Urteil über die neue deutsche Regierung. Glaubt man denn an die Zuverlässigkeit der neuen deutschen Außenpolitik oder guckt man erstmal, wer da ist, wer da kommt und was die neuen Deutschen da jetzt drauf haben nach Angela Merkel, nachdem man 16 Jahre sich an diese Frau gewöhnen konnte? Also erstens, Sie haben recht, Joe Biden ist sehr zurückhaltend, auch schon in seine Gäste Nord Stream 2 nicht zu bestrafen. Er hat dann diese Gesetze aus dem Kongress erstmal verhindert, dass man das durchsetzt. Aber im Land selbst kann man sagen, dass die Republikaner und Demokraten bei ihr Sorgen über Russlands Vorgehen und der Gefahr eines Krieges geeint sind, dass es auch eine Katastrophe sein wird. Also geeint wie sonst nirgendwo. Ja, es ist ein sehr zerstrittenes Land, aber hier sehen wir Einheit. Auch Einheit gegenüber Deutschland, wo man sagt, dass da nicht genug getan wird. Es reicht nicht aus, nur wirtschaftlichen Druck auszuüben. Militärisch soll man auch dabei sein. Es geht natürlich um die Gazprom-Frage, also um Nord Stream 2. Es geht natürlich vor allen Dingen aber auch um die Frage, ob Deutschland bereit ist, Waffen zu liefern in die Ukraine, was die Amerikaner ja machen, was die Briten machen. Keine Waffen in Krisengebiete, Frau Triebel. Das gilt ja für die Ukraine, hat Scholz gestern vor seinem Abflug nochmal dezidiert gesagt, bevor er bei Joe Biden eingetroffen ist. Warum ist Deutschland in dieser Frage so generös? Sind die nun fast schon sprichwörtlichen 5000 Helme für die Ukraine wirklich das letzte Wort? Ach, da wäre ich mir gar nicht so sicher, weil diese Debatte in Deutschland über mögliche Waffenlieferungen wird ja doch viel ernster geführt als beispielsweise 2014 oder in den letzten 8 Jahren oder sogar im Mai, als das erste Mal Robert Habeck wieder von deutscher Seite formuliert hat. Also ich würde das noch abwarten. Aber ehrlich gesagt, ich denke, in der Ukraine und auch in anderen Regionen in Osteuropa gilt ja nun Deutschland schon bekanntermaßen als kein militärischer Partner, aber als Partner in sehr vielen anderen Bereichen. Und deswegen empfinde ich diese jetzige Debatte um Waffen auch zwischen Deutschland und der Ukraine doch mittlerweile als sehr intensiv geführt. Teilweise fallen da auch sehr, sehr harte Worte. Und da entsteht manchmal der Eindruck, nur Waffenlieferungen seien eine akzeptable Solidaritätsbekundung für die Ukraine. Da wäre ich auch vorsichtig, denn auch dieser Streit hilft ja nur einer Strategie und das ist der russischen Strategie. Aber keine Waffen in Krisengebiete, das ist ja sozusagen das, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat. Das galt ja beispielsweise für die Peschmerga nicht, Herr Krumm. Warum gilt das, warum will man partout keine Waffen in die Ukraine schicken? Ist es wirklich nur das, sozusagen dieser Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete, oder was steckt da wirklich dahinter? Na gut, es gibt sicherlich mehrere Gründe. Der eine Grund, der immer wieder genannt wird, ist, dass Deutschland Teil des Normandie-Formats ist und deshalb muss man sich in dem Bereich zurückhalten. Der zweite, vielleicht entscheidendere Grund, und ich wundere mich manchmal, warum das nicht deutlicher gemacht wird. Ein Krieg
der Ukraine gegen Russland ist nicht zu gewinnen. Das müssen wir einfach hinnehmen. Deshalb ist der einzige Weg, aus dieser Krise herauszukommen, Diplomatie on Steroids, also mit aller Energie, die man hat, oder wie Frau Baerbock immer sagt, Tag und Nachts arbeiten. Gleichwohl, das kommt eben dazu, schon klar machen, dass man es dabei nicht belässt, sondern wenn es zu wie auch immer gearteten Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland auf Initiative Russland kommt, man durchaus bereit ist, den Sanktionskoffer sehr, sehr weit aufzumachen. Noch einmal, ein Krieg ist nicht zu gewinnen. Die Feuerkraft Russlands ist einfach riesig groß. Nehmen wir mal an, es käme zu diesen bewaffneten Auseinandersetzungen, dann gäbe es eine Waffenruhe nach, sagen wir mal, 10 Tagen, vielleicht auch früher. Dann ständen die russischen Truppen aber schon deutlich weiter vorne, auch wenn sicherlich die Verluste auf russischer Seite hoch wären. Ich entschuldige mich dafür, so zu sprechen, weil es halt unvorstellbar gewesen wäre, so zu sprechen vor einigen Jahren noch. Aber ich frage mich, ob diese Waffenlieferungen an die Ukraine wirklich, wirklich hilfreich sind. Zumal, das möchte ich noch dazu führen, die Ukraine auch selber produziert, 12 größter Waffenexporteur. Und wenn man auf die Website des entsprechenden staatlichen Unternehmens geht, da werden eine Menge Waffen produziert. Eine symbolische Frage. Also Herr Dennison, wie sieht das die amerikanische Seite eigentlich? Die Deutschen, die sich da generös zurückhalten, wie bewerten die Amerikaner das? Es gibt eine Minderheit der Amerikaner, mehr auf der republikanischen Seite, Fox News, die sagen, militärische Solidarität mit der Ukraine wäre eine Provokation. Mhm. Es gebe Putin einen Vorwand und man soll ihm keinen Vorwand geben. Anderen sagen, Putin wird sich immer einen Vorwand finden. Und sie sagen auch ganz deutlich, wie im Kalten Krieg, ohne Abschreckung funktioniert die Diplomatie nicht. Die ist fast eine Einladung zum Angriff. Deshalb haben die Amerikaner sich viel mehr, auch mit vielen Europäern, auch mit der Ukraine, mit den militärischen Herausforderungen der Abschreckung. Denn viele Amerikaner sind der Meinung, politisch und wirtschaftlich kann Putin nicht davon abhalten. Nur wenn er der Meinung ist, dass er diesen Krieg nicht schnell gewinnen kann, dass er sich da verheddert, dass seine riesige Panzerformation nicht vorwärts kommen und dass der Westen auch entsetzt ist über die riesige Zahl der zivile Verluste und der humanitäre Katastrophe und dass der Westen alles tun wird, auch mit Aufklärung und Cyber und in der Luft, das zum Stillstand zu bringen. Jetzt, ob die Generäle von Putin bereit sind, ihm zu sagen, auf wie viele Arten und Weise diese Offensive zum Scheitern kommen könnte. Ich weiß das nicht, aber ich finde, wenn man der Meinung ist, Putin hat sowieso schon gewonnen, dann kann er einfach einmarschieren. Und die Militärexperten sind wirklich im Konsens, dass die Ukrainer diese Art von Panzerangriff, ein bisschen altmodisch, sehr viel entgegenzusetzen haben. Letzter Punkt, es sind 10, 15, 20.000 Amerikaner in der Ukraine. Wie werden wir denn unsere Leute rausfliegen können, wenn Russland sagt, keine Waffen dürfen jetzt nach Kiew angeflogen werden und macht so eine Flugverbotszone, ist schon ein Problem. Wenn Russland sagt, sie können nicht mal ihre Einheimischen rausholen im Gefecht, also mitten im Krieg, dann ist man auch entsetzt. Deshalb braucht man auch Abschreckung, so dass man diese Luftoperation ausnehmen kann. Heute hat Olaf Scholz in der Washington Post gesagt, Deutschland macht sehr viel, aber er hat auch gesagt, Deutschland schickt Flugzeuge nach Rumänien. Ich finde, das ist sehr wichtig, könnte auch Patriot-Bodenabwehr nach Rumänien schicken. Die Franzosen haben Bodentruppen hingeschickt nach Rumänien. Deutschland könnte das auch machen, sodass Putin keinen Sinn an einer Eskalation sieht. Das ist wichtig. Jetzt, ich würde mir auch wünschen, dass die Deutschen so groß wie sie sind, dass sie ein Zeichen von Überzeugung und Ernsthaftigkeit machen, indem sie auch Waffen schicken. Jetzt, ich weiß, und die Amerikaner wissen, man schickt keine Waffen in Konfliktzone. Die Amerikaner sagen dann, ja, hätten wir keine Waffen in Konfliktzone Deutschland geschickt, dann wäre Deutschland heute russisch sprechend. Ich darf auch daran erinnern, Rot-Grün hat 1999 ein Nicht-NATO-Mitglied Kosovo militärisch geschützt und auch Luftangriffe deutsche Bundeswehr
Flugzeuge Luftangriffe gegen serbische Stellen geflogen. Also es ist nicht so, als ob Deutschland Waffen nicht in Krisengebiete schickt. Vielleicht letzter Punkt, Ägypten ist Haupteinkäufer deutscher Waffenexporte und das ist auch nicht gerade so eine lupenreine Demokratie. In diesem Jahr, wenn ich mal kurz dazwischen gehen kann, sind erneut Waffen, also auch Deutschland hat wieder Waffen exportiert, zu 99% zu Partnern, zu 1% zu Nichtpartnern. Also das wird in Deutschland schon sehr ernst genommen. Abschreckung muss aber ja noch, der größte. Ja, bitte, Frau Triebel. Abschreckung. Dazu sagen möchte, es gibt ja unter der Schwelle von Lieferungen von Waffen ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit denen Deutschland auch noch einmal die Solidarität zur Ukraine unterstreichen könnte. Ob das nun Ausbildung oder Ausrüstung für Sicherheitskräfte in der Ukraine ist. Aber ich gebe Herrn Krumm recht. Ich denke, das ukrainische Militär hat diese nicht unbedingt deutsche Waffen nötig. Es bekommt jetzt sehr, sehr viele Lieferungen von aus anderen Staaten. Aber was jetzt notwendig ist, dass die deutsche Seite ein ganz klares Zeichen der Abschreckung gegenüber Russland setzt. Und das kann Deutschland als die Wirtschaftsmacht in Europa eben vor allem mit der Androhung von Wirtschaftssanktionen. Und da denke ich doch noch, oder ich habe noch die Hoffnung, dass das auch in Russland ankommt. Ich denke aber trotzdem, langfristig sollte sich eben auch Deutschland fragen, inwieweit man gerade in Osteuropa stärker sicherheitspolitisch handlungsfähig werden sollte. Also das ist ja jetzt eine Debatte, die in dieser Krise so intensiv geführt wird, die uns aber schon länger begleitet. Und da muss sich Deutschland tatsächlich fragen, reichen diese Sonderbeziehungen zu Russland, um nicht nur diesen Ukraine-Russland-Konflikt zu lösen, sondern all die anderen postsowjetischen Konflikte, die wir in Osteuropa ja haben. Schauen Sie sich Moldau an, Georgien, aber auch Belarus, oder muss dann Deutschland nicht auch eine andere sicherheitspolitische Position beziehen? Ich würde denken, dass Deutschland keine Sonderbeziehung mehr zu Russland hat. Mhm. Wir haben die Sanktionen mit auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt relativ klar, was die Unterstützung anbetrifft. Ich kann unserem amerikanischen Teilnehmer einfach nicht zustimmen, dass die Sendung von Waffen jetzt einen großen Unterschied ausmacht. Es gibt selbstverständlich noch eine Abschreckung, keine Frage, aber es gibt nun mal einen Unterschied zwischen NATO-Mitglied und Nicht-NATO-Mitglied. Und man muss einfach anerkennen, dass die USA unter Präsident Biden gesagt haben, sie werden militärisch in der Ukraine nicht eingreifen. Und das sagt auch die NATO erneut und erneut. Ich finde, wir sollten der Ukraine das sehr klar sagen, damit sie wissen, was sie von uns erwarten können und was nicht. Aber ich gebe meiner Vorrednerin völlig recht, dass das spätestens jetzt, es hätte schon viel früher sein müssen, wir uns in Deutschland sehr klar überlegen müssen, wie wir eine Politik gen Osteuropa zu gestalten haben. Und es kann eben nur eine europäische Politik geben. Es kann keine deutsche Ostpolitik sein. Keine Sonderbeziehung zu Russland. Um noch zu ergänzen, Annalena Baerbock hat vor knapp einer Stunde in Kiew gesagt, nach ihrem Treffen mit ihrem Außenministerkollegen der Ukraine, die Sanktionen im Westen seien abgestimmt und vorbereitet. Das habe ich eben schon gesagt. Und Deutschland sei bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen, wenn es denn zu diesen Sanktionen kommt. Das war jetzt die klare Ankündigung der Außenministerin, aber es fiel auch kein Wort zum Thema Waffenlieferung in die Ukraine. Lassen Sie uns das Thema mal abhaken. Ich würde aber gerne von Herrn Krumm noch mal wissen, Sie vertreten immerhin die Ebert-Stiftung. Natürlich, wir haben einen sozialdemokratischen Bundeskanzler und es gibt eine sozialdemokratische Traditionslinie zu Willy Brandt, Ostpolitik, Entspannungspolitik. Auf die wird sich gerne berufen. Kann man diese beiden Situationen, die Situation heute in Russland und in der Ukraine, Donbass und Krim, vergleichen ernsthaft mit der Blockkonfrontation der 70er Jahre oder sind das nicht zwei völlig verschiedene Stiefel? Völlig korrekt, ich gebe Ihnen recht, es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Einer, der die damalige Ostpolitik mitgetragen hat, Egon Bahr, hat auch recht deutlich gesagt, die deutsche Ostpolitik war mit der Wiedervereinigung vorbei. Es ist dann noch einmal versucht worden, Wandel durch Verflechtung aufzunehmen. Da gab es auch noch einen anderen russischen Präsidenten in Russland. Aber im Prinzip ist völlig klar, dass wir Russland so sehen müssen, wie das Land heute ist. Es ist ein Gegner. Wir haben leider Gottes keine Blaupause für diese Politik. Also dieses ständige Zurückgehen bringt relativ wenig. Und da ist die SPD von denen, die im Parlament sind oder an der Regierung, auch völlig klar. Da bedarf es einer neuen Politik.
die anders gedacht werden muss und die im Gegensatz auch zur Ostpolitik während des Kalten Krieges eben die Länder mit aufnimmt, die nun zwischen der EU und Russland liegen. Eben dazu gehört auch die Ukraine und Georgien. Das macht die Sache wesentlich schwieriger. Aber an dieser Politik ist die SPD dran. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich finde es immer noch völlig in Ordnung, wenn eine Partei wie die SPD sich Gedanken darüber macht, wie man die jetzige Situation deeskalieren kann. Ich finde, das ist kein Begriff, der in die Mottenkiste gehört, sondern Deeskalation gehört dazu. Wir sollten wirklich alles dran setzen, dass es nicht zu diesem Krieg kommt. Aber selbstverständlich nicht, ich weiß gar nicht, wie oft man das noch wiederholen muss, über die Köpfe der osteuropäischen oder zentralosteuropäischen Länder hinweg. Und das ist ja auch nicht der Fall. Wenn man die Initiative des jetzigen Kanzlers Scholz sieht, es soll eine Wiederauflebung des Weimarer Dreiecks geben, also Frankreich, Polen und Deutschland, dann ist das nur zu begrüßen. Und genau das ist der richtige Weg, um eine europäische Politik gegenüber Osteuropa voranzutragen. Diplomatie oder Abschreckung, so heißt unsere Sendung heute im SWR2-Forum. Man könnte auch sagen, Diplomatie und Abschreckung als Formel, denn so ähnlich äußert sich Olaf Scholz seit ein paar Tagen recht klar. Und so äußern sich eigentlich die meisten westlichen Staaten, wenn man sie auf ihre Strategie gegenüber Russland anspricht. Jetzt wollen wir mal gucken, was Olaf Scholz heute denn im Gepäck hat, wenn er in Washington seinen Antrittsbesuch macht bei Joe Biden, Herr Dennison. Wird es zu Thema Nord Stream 2 erwartungsgemäß eine Einigung zwischen den beiden geben, die sie vielleicht nicht öffentlich machen, weil es gehört ja zum Theaterspiel dazu, dass man nicht genau, zwar sagt, alles ist auf dem Tisch, aber nicht genau sagt, was damit ganz genau ist, gemeint ist und vor allen Dingen, wie so eine Sanktionskette aussehen könnte. Ist Nord Stream 2 jetzt wirklich ein Thema geworden, über das neu verhandelt wird in Washington? Also das Thema mit russischem Gas ist viel größer als Nord Stream 2. Vorab möchte ich aber sagen, ich bin überzeugt, dass alle, außer vielleicht Putin, aber auch er, deeskalieren wollen. Die Frage ist, mit welchem Preis. Und ich bin überzeugt, dass ohne eine militärische Abschreckung gibt es keinen Grund, warum Wladimir Putin nicht das machen soll, was er militärisch machen kann. Ich bin auch überzeugt, dass er keine Angst vor Wirtschaftssanktionen hat, dass er eher der Meinung ist, dass er dadurch den Westen spalten kann. Denn es ist so, die Europäer, Deutschland und vielmehr die Osteuropäer, sind völlig abhängig vom russischen Gas und Öl. Völlig abhängig. Nebenbei, Exportüberschuss EU, Russland ist 40 Milliarden im Jahr. Also das ist eine Menge an Wirtschaftssanktionen, die man da exekutieren könnte. Aber es würde die Europäer sehr viel kosten. Die Amerikaner, meine ich manchmal, sind mehr besorgt über eine Energiekrise in Europa als die Europäer selbst. Die Amerikaner wissen, wie verwundbar die Europäer sind, wie erpressbar sie sind. Und deshalb so salopp statt Rosinenbomber Gastanker. Es wird wirklich überlegt, wie man die Europäer da durchhalten kann. Also wenn man salopp sagt, Wirtschaftssanktionen werden ausreichen, um Putin davon abzuhalten, die Ukraine anzugreifen und diese humanitäre Katastrophe zu verursachen, wie Europa seit 1945 nicht gesehen hat, dann denke ich, ist man ein bisschen naiv. Und Scholz, was wenn er behauptet... Heißt. Ja, aber man versteht Russland nicht. Ich meine, in Deutschland waren wir der Meinung, der Frieden trägt sich von selbst. Ja, und gut, Wiedervereinigung in der NATO, die Russen haben kein Problem damit. Im Gegenteil, die Russen haben riesige Probleme damit. Und gerade Putin hat seine Macht auf diesen Mythos aufgebaut. Und wenn er keinen Grund sieht, das zu lassen, dann wird er Ukraine angreifen. Und ich das heißt also, der russische Staat hat keinerlei außenpolitischen Interessen. Es geht nach Ihrer Meinung nach allein darum, in der Ukraine einzumarschieren, korrekt? Also Putin, es geht um Glaubwürdigkeit und Einfluss. Und es ist auch natürlich Ablenkung von Covid-Krise, Wirtschaftskrise, Gesundheitskrise in Russland. Und ich bin auch überzeugt, dass es viele Leute in Russland gibt, die dagegen sind. Und der Westen soll alles tun, um sie zu mobilisieren, zu unterstützen. Kein Zweifel. Aber Putin, ich sehe ihn vor Sachzwänge.
Vor allem, wenn er nicht ehrlich behaupten kann gegenüber seine Generäle und seine Minister, dass der Preis ist gar nicht so hoch. Die lachen, wenn sie von Wirtschaftssanktionen hören. Aber nochmal meine Frage. Es gibt keine sicherheitspolitischen Interessen Russland nach Ihrer Meinung. Oh, doch. Aber das Problem ist, dass Europa nach der Wiedervereinigung Deutschland hat davon gesprochen, dass jeder eine Stimme haben soll, aber keine eine Veto. Das heißt, die Sicherheitsinteressen von der Ukraine sind gleichwert wie die Sicherheitsinteressen von Russland. Und Russland ist nicht bereit, dieses zu akzeptieren. Im Charta von Paris, auch im Russland-NATO-Rat, haben die Russen unterschrieben, jeder Staat darf sein Bündnis selbst wählen. Und wenn man ja, aber denkt, Sie haben auch Entschuldigung, ganz kurz. Sie haben aber auch unterschrieben, dass durch so Bündnismitgliedschaft die Sicherheit anderer nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Darauf berufen sich die Russen im Augenblick. Nein, nein, doch, keiner genau hat das gesagt, die Amerikaner würden nie sagen, wenn die Russen behaupten, ihre Sicherheit ist bedroht, dann dürfen wir die Ukraine nicht einladen. Das würden die nie unterschreiben. Und selbst wenn die das unterschreiben würden, würden die immer sagen, solange der Lage so ist wie jetzt. Ändert sich der Lage, ist das nur ein Stück Papier. Ich meine, die Russen wollen diese ganze verträgliche Garantien haben, aber schau mal, wie sie mit Charta von Paris umgegangen sind. Schau mal, wie sie mit der NATO-Russland-Akte umgegangen sind. Für denen, das ist nur Papier. Es ist nur ein Weg, den Westen auszunutzen, auszutricksen, ja. Den Westen zu überzeugen mit Diplomatie, es ist geschafft. Und dann schnapp, ist er in Georgien reinmarschiert, ist in Donbass und Krim einmarschiert. Und jetzt hat er diese Streitkraft aufgebaut. Ich glaube, es ist noch für viele in Deutschland unvorstellbar, was so ein Krieg bedeuten könnte. Herr Dennison, ich gebe Ihnen also völlig recht, dass man auch eine militärische Abschreckung gegenüber Russland im Moment braucht. Aber ich denke, die Kombination aus militärischer und wirtschaftlicher Abschreckung, die dann wirklich glaubwürdig ist, auch für die russische Führung, das ist die entscheidende Strategie. Und um dann nochmal eine andere Perspektive hineinzubringen in die Debatte. Aber ist es glaubwürdig? Ist es glaubwürdig, dass Deutschland kein Gas mehr von Russland kaufen wird? Das ist eben jetzt die Aufgabe der deutschen Politik, das glaubwürdig zu machen. Und natürlich ist das auch die Verantwortung der deutschen Politik. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal deutlicher und klarer unterstrichen wird von deutscher Seite. Aber ich denke, vergleichen Sie sich mal die Lage mit 2014 an. Ich denke, dass das jetzige Vorgehen der NATO, auch Europas, aber auch Deutschlands und der USA schon wesentlich besser abgestimmter ist und wesentlich besser durchdachter ist als 2014. Also auf eine glaubwürdige Abschreckung und gleichzeitig auf einen Dialog zu setzen, kann Ergebnisse haben. Wir brauchen, denke ich, nur einen langen Atem. Denn 2014 war Europa und die Welt nicht vorbereitet auf dieses russische Vorgehen. Und Putin konnte ganz entspannt zuschauen, wie viel die Ukraine denn dem Westen wert ist. Und daraus haben die westlichen Partner gelernt. Und ich würde ehrlich gesagt noch abwarten, ob diese Strategie nicht doch Erfolg hat. Wichtig ist doch bei dieser Frage, ob sie Erfolg haben kann oder nicht, was Putin eigentlich wirklich will. Und da gehen die Spekulationen dann wirklich ins Kraut. Die einen sagen, er will die alte Sowjetordnung wiederherstellen. Jeder weiß, dass das nicht geht. Aber sowas in der Art sei Trauma gewesen, der Zusammenbruch der alten Sowjetunion, dieses imperialen Reiches. Andere sagen, er will nur einen Sicherheitspuffer haben, damit der nicht die NATO direkt vor der Haustür hat. Er will den Westen vorführen und spalten. Das macht ihnen einfach Spaß, die Demokratien in ihrer Schwäche zu zeigen. Oder er will einfach nur wieder mitspielen in der Weltpolitik als Player, als Atommacht. Was davon, Herr Krumm, ist denn Ihrer Meinung nach das Motiv von Putin? Kann man das erahnen oder kann man das sogar irgendwie herleiten aus dem, wie er sich bisher verhalten und geredet hat? Man kann das ganz prima herleiten und das habe ich ja versucht, mit meinen etwas frechen Zwischenfragen zu klären. Es gibt sicherheitspolitische Interessen Russlands, das müssen wir anerkennen. Das hat wenig mit der NATO zu tun. Es gibt zwei Punkte oder eigentlich gibt es drei Punkte. Zum einen, und das war wohl eine Analyse 2006, allerdings umstritten in den USA, dass Washington eine atomare Übermacht hat. Sowas besorgt Russland durchaus, weil sie eben the Mutual Assured Destruction, MAD, also gegenseitige völlige Zerstörung durch einen Zweitschlag, also den Rückschlag, dann nicht mehr gewährleistet ist. Erstens. Zweitens, die Raketenabwehr. ABM-Verträge sind von den USA 2002 gekündigt worden.
auch weil es Konkurrenz zu China gibt, alles klar. Inzwischen aber haben beide Länder, sowohl Russland als auch die USA, die sogenannten Prompt Global Strike Kapazitäten für die Zuschauer. Das sind also Raketensysteme konventionell, nicht nuklear, mit Überschallgeschwindigkeit. Also wir reden hier nicht Mach 1, wenn es knallt über dem Himmel in Deutschland, sondern Mach 5. Und auch diese Raketen sind natürlich eine Bedrohung, je dichter man an das entsprechende Land herankommt. So, das sind Bedrohungslagen, die können wir auch nicht einfach wegwischen. Was die NATO-Osterweiterung betrifft, da gebe ich meinen Vorredner natürlich recht, gibt es nach wie vor ganz klar das Verständnis, wer Mitglied werden kann, kann Mitglied werden. Und der vierte Punkt ist die Ukraine selbst. Und da ist, glaube ich, auch eigentlich gar nichts zu diskutieren. Aber wenn wir annehmen, dass Russland, was ich eben erwähnt habe, dort oben die beiden Sicherheitsbedrohungen fühlt, dann können wir das nicht wegwischen, weil es ist einfach so. Also selbst RAND, die nun nicht verdächtig sind, Russland nahe zu sind, schreiben darüber. Vielleicht noch ein Punkt. Ich würde auch die These wagen, damit es noch ein bisschen unterhaltsamer heute Abend wird, dass die russische Außenpolitik relativ stabil ist seit 1991. Es gab 1992 eine berühmte Rede des russischen Außenministers Kozyrev damals bei einer KSZE-Konferenz, also Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo er eine Rede gehalten hat, wo die westlichen Diplomaten völlig schockiert waren. Er hat nämlich dargestellt, was passieren würde, würde man Russland nicht ernst nehmen. Und Kozyrev war nun wirklich ein sehr offener Außenminister, der offenste vermutlich, den Russland langer Zeit gehabt hat. Die Instrumente, die die Russische Föderation nutzt, die sind gleichwohl unberechenbar. Aber Herr Krumm, wenn ich da gleich eingreifen darf, ich denke auch, dass es natürlich Russland um sicherheitspolitische Interessen in der jetzigen Krise geht. Aber da gab es ja schon Angebote von Seiten der NATO und den USA. Also man hat ja angeboten, über Abrüstung zu reden, über die Stationierung von bestimmten Waffensystemen in Osteuropa. Ich denke doch, dass es im Kern um eine Destabilisierung der Ukraine geht von russischer Seite. Denn eine unabhängige und demokratische Ukraine ist mit dem russischen Ziel, Osteuropa als eigene Einflusszone festzuschreiben, eben nicht zu vereinen. Und sie ist auch eine Gefahr für die eigene Machtsicherung im Inneren. Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das nur darauf zu reduzieren, halte ich für einen großen Fehler. Und die Raketenabwehr, die in Polen und Rumänien steht, auf russischer Seite stehen dann die entsprechenden Raketen in Kaliningrad, darüber ist zu verhandeln. Das ist durchaus etwas, was man sich überlegen kann. Überhaupt denke ich, dass der Westen, also die USA, aber eben auch die EU, eigentlich einen eigenen Forderungskatalog aufstellen sollten. Ja, also ein Maximalkatalog, der da heißen müsste Rückgabe der Krim, auch wenn wir das im Augenblick für völlig unwahrscheinlich halten, Abzug russischer Truppen, übrigens nicht nur aus dem Donbass, sondern auch aus der Moldau und aus Abchasien und Südossetien. Also wir reagieren sehr stark auf Russland, statt selber mal eine richtige Maximalforderung zu stellen, über die dann verhandelt wird. Wenn das stimmt, was Herr Krumm gerade gesagt hat, Herr Dennison, dann wären ja die Player nicht mehr die Europäer oder so, sondern Russland und USA. Also genau das, was Wladimir Putin will. Er will mit beiden verhandeln. Ist das der richtige Ort, der richtige Partner? Sind die Europäer dann im Grunde genommen raus, wenn es im Kern doch um atomares Wettrüsten gehen würde? Ja, es ist ein langes Problem. Ich meine, wir haben nicht den Kalten Krieg großgeschrieben, aber eine Art Kalte Krieg mit Russland haben wir schon. Mhm. Und man muss sagen, dieser europäische Frieden seit 45 oder 49 war mit einem Preis verbunden. Man hat Amerikaner vor Ort und man hat Atomwaffen vor Ort. Das ist ein hoher Preis vielleicht, aber es hat den Frieden gehalten. Jetzt, Russland war bereit, mit Joe Biden ein Abkommen über strategische Raketen hier von Wyoming über den Nordpol geschossen Richtung Moskau oder umgekehrt. Da hat man ein Abkommen gemacht, auch mit vertrauensbildenden Maßnahmen, Verifikation, das ist gut. Aber in Europa sieht es ganz anders aus. Und ich bin überzeugt, Putin hat da kein Interesse, jetzt zu verhandeln. Denn wenn es um Raketen geht, haben die Russen eine Überlegenheit und eine wesentliche. Sie haben sehr viele Raketen auch in Kaliningrad stationiert, Iskander, ballistische Raketen, die Deutschland treffen können. Die sind sowohl mit konventioneller wie mit atomarer Waffen ausgerüstet. Russische Doktrin sagt, Flughäfen, Hafen, Umschlagplätze sollen mit Raketen beschossen werden, so dass der NATO nicht Nachschub
organisieren kann, durch Deutschland, durch Polen, Richtung Estland oder sonst wo, weil die baltischen Republiken sind so verwundbar wie Berlin damals, ja. Und selbst Berlin ist nicht weit von Kaliningrad und Belarus, und da steht nichts im Wege, wenn die Russen wirklich wie jetzt Richtung Kiew mal eine Panzerkolonne schicken wollte. Also es ist Zeit, dass die Europäer sich Sorgen machen über die Erpressungsmöglichkeiten, die Putin sich aufgebaut hat, und dass man im Sinne von Verhandlungsangebot sagt, ja, wir würden sehr gern diese russischen Systeme verifiziert, reduziert sehen. Und wenn das nicht passiert, dann muss Deutschland und NATO und alle überlegen, wie man damit umgeht. Denn diese Erpressbarkeit, die man jetzt hat, ist keine günstige Lage. Wir haben jetzt keine Einigkeit darüber erzielen können, was Putin tatsächlich will. Macht auch nichts. Vielleicht ist die nächste Frage ein bisschen erfolgreicher. Was will der Westen? Timothy Garton-Esch hat heute in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, es gibt eigentlich zwei mögliche Antworten auf diese Frage. Entweder will der Westen ein neues Helsinki haben mit freien und souveränen europäischen Staaten, so wie das nach 1990 eigentlich auch geklärt zu sein schien. Oder wir bekommen ein neues Jalta, bei dem die Staaten wieder in Einflussbereiche der Alliierten untergeordnet werden. Mag natürlich niemand offiziell zugeben, aber fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Krumm. Worauf läuft die Sache hinaus? Auf ein Szenario, in dem sozusagen die Einflusssphären wieder definiert werden, auf die man sich einigt, und dann haben sich die kleinen Staaten gefälligst unterzuordnen? Also so in dieser Schwarz-Weiß-Funktion ist das, oder Bedeutung ist es natürlich nicht der Fall. Es ist natürlich, wenn Herr Garten erst das schreibt, dann ist es wundervoll und er kommt auch in die Süddeutsche Zeitung. Aber vermutlich ist es halt irgendwo dazwischen. Ein Jalta wird es von westlicher Seite nicht geben, das ist völlig klar. Ich habe das am Anfang gesagt, über die Köpfe hinweg wird nichts entschieden. Im Augenblick kann ich auch kein Helsinki 2 erkennen, auch wenn das im Augenblick sehr populär ist, weil die damaligen Interessen der Sowjetunion heute nicht gegeben sind. Damals wollten sie auf den Markt, also wirtschaftlich unterwegs sein, das sind die Russen eh. Damals wollten sie Grenzen sichergestellt sehen, die gibt es heute nicht, das würden wir nicht machen. Und was Menschenrechte anbetrifft, ist das, glaube ich, für Russland im Augenblick auch keine Option. Also es gibt gar nicht die Interessen auf beiden Seiten. Nein, ich glaube, wir sind... Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das, was wir im Augenblick haben, nicht schnell gelöst werden kann. Ich glaube, wir haben immer noch dieses Verständnis, entweder wir reden ein bisschen mit den Russen, dann läuft das, oder aber wir rüsten mal so richtig auf und dann läuft das. Beides wird nicht funktionieren. Es ist völlig korrekt, wir brauchen beides, wir brauchen Abschreckung, aber wir brauchen eben auch das Verständnis der Verhandlung. Ich würde gar nicht so sehr Dialog sagen, sondern wirklich verhandeln. Nur, die Frage ist, worüber wollen wir denn verhandeln? Worauf können wir uns innerhalb der EU und am besten mit unserem amerikanischen Partner einigen, was zu verhandeln ist und was nicht? Und das haben wir aus meiner Sicht in den letzten Jahren versäumt. Es ist dringend notwendig, genau das hinzubekommen. Ich will noch eine Sache sagen, die mir ganz entscheidend ist, den Unterschied zum Kalten Krieg zu sehen. Im Augenblick gibt es keine Übereinstimmung über den Status quo zwischen den USA, Europa auf der einen Seite und Russland. Wir sind nicht bereit, ihn hinzunehmen, und Russland ist ihn auch nicht bereit hinzunehmen. Im Kalten Krieg war das anders. Und das ist das eine. Und das andere, was eigentlich noch schlimmer ist, das Vertrauen ist insofern weg, als jeweils die andere Seite das Gefühl hat, die andere Seite will Einfluss nehmen. Aufgrund von Wahlen, aufgrund von anderen Möglichkeiten, die man hat. Also verstehen Sie, die Grundlage, die im Kalten Krieg irgendwann vorhanden waren, auf Kosten einiger Länder, völlig korrekt, noch nicht mal ist heute gegeben. Weniger Stabilität heute sozusagen. Und was bedeutet das, Frau Triebel, für die Ukraine? Was steht der Ukraine bevor, wenn es keine Einigung geben wird bei den diplomatischen und auch bei den militärischen Bemühungen des Westens, wenn sich Russland nicht abschrecken lässt? Ja, ich denke, ehrlich gesagt, keine ruhige Zukunft, keine stabile Zukunft. Denn ich gebe Herrn Krumm völlig recht, wir müssen uns auf einen langfristigen Konflikt einstellen, der vor allem in Osteuropa stattfinden wird. Gerade da, wo eben Russland seine eigene Einflusszone beansprucht. Und ich sehe im Moment kaum Wege einer friedlichen Konfliktlösung. Was wir jetzt machen können, ist das Risiko zu managen. Und das ist schon sehr, sehr schwer. Und die Ukraine muss in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten damit rechnen, dass es immer das Ziel russischer Destabilisierungsversuche sein wird.
Und das hat natürlich ganz, ganz viele Folgen für dieses Land, das sich ja in einer, auch im Inneren, in ganz großen, schwierigen Reformprozessen befindet, was eines der ärmsten Länder Europas ist. Also das wird ganz viele Folgen für dieses Land, für diese Gesellschaft haben. Und dann ist wirklich tatsächlich die grundsätzliche Frage gestellt, was wird aus der Ukraine? Russisch besetzt, geteilt, neutral werden, Mitglied von NATO und EU werden oder Dauerkonfliktgebiet? Was ist Ihre Einschätzung, Herr Dennison? Ja, wünschen ist sicher angebracht. Wir müssen wissen, wo wir wollen. Wir wollen eine Ukraine, wie in der Charta von Paris vorgestellt, was seine eigene Richtung und sicherheitspolitische Entscheidung treffen kann, im Sinne von Bündniszugehörigkeit. Ganz wichtig. Wichtig auch, aber muss ich sagen, ist Deutschlands Rolle. Timothy Ash hat gesagt, Helsinki oder Yalta. Er hat auch gesagt, die Deutschen geben Lippenbekenntnis für Helsinki. Jeder Staat ist souverän, keine Interessensphären. Aber dass sie letztendlich Yalta akzeptieren, weil die Deutschen sind nicht bereit, Druck auszuüben in diese Konkurrenz mit autoritären, vielleicht totalitären Systemen, dass die Deutschen nicht konkurrenzfähig sind, dass sie so groß und reich wie kein anderer Europäer sind, geopolitisch auch ungeheuer wichtig, aber die sind nicht da und das ist eine riesige... Das ist doch völlig falsch. Deutschland, Deutschland ist nicht bereit, Druck auszuüben. Deutschland will immer nur deeskalieren. Und Deutschland will auch hinter seine Geschichte sich verstecken. Wir müssen sehen, der Unterschied zwischen Deutschland und alle Europäer, andere Europäer, bei der militärischen Solidarität mit Ukraine, es liegt auf der Hand, Deutschland spielt nicht mit, obwohl Deutschland das größte Land in Europa ist. Herr Krumm. Wir spielen selbstverständlich mit, aber wir sind Teil Europas. Für die Amerikaner ist es häufig sehr einfach, von draußen zu schauen. Wir müssen in diesem Kontinent miteinander leben und wir müssen es irgendwie hinbekommen. Wir sind sehr, sehr dankbar für die amerikanische Hilfe, aber wir würden uns auch wirklich freuen, wenn die USA, aber in Washington, man es endlich begreifen kann, dass wir diese Sache nicht militärisch endgültig lösen können. Das ist einfach der Fall. Nur die Deutschen denken das. Das ist das Problem. Die Amerikaner und die anderen Europäer sind geeint. Deutschland ist ein Außensteher. Deutschland macht hier einen Alleingang und Deutschland macht den Krieg wahrscheinlicher, weil die Russen denken, Deutschland kann man von dem Bündnis ausklinken, gar nicht, wenn es ernst wird, wenn es um militärische Einschätzung geht. Sagt Herr Krumm, Frau Triebel. Ja. Ich würde das differenzierter sehen. Also natürlich gibt es diese Position, Herr Dennison, in Deutschland, auch in vielen Parteien. Aber das hat sich doch seit 2014 geändert. Und gerade 2014 hat doch die damalige Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerin eine entscheidende Rolle gespielt, dass dieser Krieg nicht weiterging in der Ukraine. Und man merkt doch auch in den letzten Jahren, auch wenn das für Deutschland tatsächlich eine schwierige Entwicklung ist, dass man über diese neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen spricht und sich auch dieser wachsenden Verantwortung bewusst ist. Aber natürlich hat Deutschland mitten in Europa eine andere Position. Und ich denke, dass es doch eine Aufgabenteilung im Westen gibt und auch geben kann bezüglich Russlands. Warum kann denn Deutschland als Wirtschaftsmacht nicht versuchen, diese Abgrenzung und diese Abschreckung zu besetzen? Und die anderen Partner setzen eben eher auf militärische Abschreckung. Und ich denke, wenn ich es richtig verstehe, funktioniert die Absprache im Moment ja ganz gut zwischen den USA, Europa und Deutschland. Wer weiß, vielleicht findet diese Absprache gerade statt im Weißen Haus, in Washington, in den USA. Dort ist nämlich Olaf Scholz zu Gast bei Joe Biden bei seinem Antrittsbesuch. Jetzt haben wir noch eine Minute Sendezeit, die möchte ich gerne nutzen für eine ganz, ganz kurze Schlusseinstellung. Und die bekommt der Herr Krumm. Herr Krumm, was ist denn, was wird der Olaf Scholz mitnehmen aus den USA und was wird er mit Putin in der nächsten Woche besprechen, gar verhandeln können? Sie haben 30 Sekunden. Ich glaube, das Gespräch in Washington wird dahin gehen, dass wir unsere Solidarität klar kundtun mit der Ukraine, dass wir von den Amerikanern erwarten, dass sie der EU, also Deutschland, Frankreich und Polen, ein bisschen Freiraum geben, diese Problematik zu lösen. Und in Russland, glaube ich, wird völlig klar sein, dem russischen Präsidenten sehr, sehr deutlich zu sagen, dass die Kosten für einen Einmarsch in die Ukraine überhaupt nicht vorstellbar sind, glaube ich, für Russland. Diplomatie. Und zwar wirtschaftlich als auch militärisch. Unsere Sendezeit geht zu Ende. Deshalb bin ich jetzt auf dem
Bremspedal, Diplomatie oder Abschreckung, was kann Putin noch aufhalten? Darüber habe ich jetzt diskutiert in diesem SWR2-Forum mit Dr. Andrew Dennison vom Think Tank Transatlantic Networks, mit Dr. Reinhard Krumm, er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung im Baltikum, und Dr. Brigitta Triebel, sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kharkiv im Osten der Ukraine. Mein Name ist Klaus Heinrich.